Liebe Brüder und Schwestern, in der Osternacht ist unser Herr Jesus Christus vom Tod auferstanden und zum Leben hinübergegangen. Darum hält die Kirche in der ganzen Welt diese Nacht heilig. Sie lädt ihre Söhne und Töchter ein, wo immer sie wohnen, zu wachen und zu beten. Auch wir sind hier zu Beginn dieser Nacht der Einladung gefolgt. Wir begehen das Gedächtnis des österlichen Heilswerkes Christi, indem wir das Wort Gottes hören und die heiligen Mysterien feiern, in der zuversichtlichen Hoffnung, dass wir einst am Sieg Christi über den Tod und an seinem Leben in Gott teilnehmen dürfen. So hören wir jetzt die Lesungen aus dem Alten Testament. Lesung aus dem Buch Genesis. Im Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war wüst und wirr, und Finsternis lag über der Urflut, und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Gott sprach: Es werde Licht, und es wurde Licht. Gott sah, dass das Licht gut war. Und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht. Es wurde Abend und es wurde Morgen, erster Tag. Dann sprach Gott: Es werde ein Gewölbe mitten im Wasser und scheide Wasser von Wasser. Gott machte das Gewölbe und schied das Wasser unterhalb des Gewölbes vom Wasser oberhalb des Gewölbes. Und so geschah es. Und Gott nannte das Gewölbe Himmel. Es wurde Abend und es wurde Morgen, zweiter Tag. Dann sprach Gott: Es sammle sich das Wasser unterhalb des Himmels an einem Ort, und das Trockene werde sichtbar. Und so geschah es. Und Gott nannte das trockene Land, und die Ansammlung des Wassers nannte er Meer. Gott sah, dass es gut war. Dann sprach Gott: Die Erde lasse junges Grün sprießen, Gewächs, das Samen bildet, Fruchtbäume, die nach ihrer Art Früchte tragen, mit Samen darin auf der Erde. Und so geschah es. Die Erde brachte junges Grün hervor, Gewächs, das Samen nach seiner Art bildet, und Bäume, die Früchte tragen, mit Samen darin nach ihrer Art. Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend und es wurde Morgen, dritter Tag. Dann sprach Gott: Lichter sollen am Himmelsgewölbe sein, um Tag und Nacht zu scheiden. Sie sollen als Zeichen für Festzeiten, für Tage und Jahre dienen. Sie sollen Lichter am Himmelsgewölbe sein und über die Erde hin zu leuchten. Und so geschah es. Gott machte die beiden großen Lichter, das Große zur Herrschaft über den Tag, das Kleine zur Herrschaft über die Nacht und die Sterne. Gott setzte sie an das Himmelsgewölbe, damit sie über die Erde leuchteten, über Tag und Nacht herrschen und das Licht von der Finsternis scheiden. Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend und es wurde Morgen, vierter Tag. Dann sprach Gott: Das Wasser wimmle von Schwärmen lebendiger Wesen, und Vögel sollen über der Erde am Himmelsgewölbe fliegen. Und Gott erschuf die großen Wassertiere und alle Lebewesen, die sich fortbewegen nach ihrer Art, von denen das Wasser wimmelt, und alle gefiederten Vögel nach ihrer Art. Gott sah, dass es gut war. Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und mehrt euch. Füllt das Wasser im Meer, und die Vögel sollen sich auf Erden vermehren. Es wurde Abend und es wurde Morgen, fünfter Tag. Dann sprach Gott: Die Erde bringe Lebewesen aller Art hervor, von Vieh, von Kriechtieren und von Wildtieren der Erde nach ihrer Art. So geschah es.
Gott machte die Wildtiere der Erde nach ihrer Art, das Vieh nach seiner Art und alle Kriechtiere auf dem Erdboden nach ihrer Art. Gott sah, dass es gut war. Dann sprach Gott: Lasst uns Menschen machen, als unser Bild uns ähnlich. Sie sollen walten über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die auf der Erde kriechen. Gott erschuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes erschuf er ihn. Männlich und weiblich erschuf er sie, Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch, füllt die Erde und unterwerft sie und waltet über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die auf der Erde kriechen. Dann sprach Gott: Siehe, ich gebe euch alles Gewächs, das Samen bildet auf der ganzen Erde, und alle Bäume, die Früchte tragen, mit Samen darin, euch sollen sie zur Nahrung dienen. Allen Tieren der Erde, allen Vögeln des Himmels und allem, was auf der Erde kriecht, das Lebensatem in sich hat, gebe ich alles grüne Gewächs zur Nahrung. Und so geschah es. Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. So wurden Himmel und Erde und ihr ganzes Heer vollendet. Am siebten Tag vollendete Gott das Werk, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag, nachdem er sein ganzes Werk gemacht hatte. Wort des lebendigen Gottes. Stopp, ne? Yes. Lesung aus dem Buch Genesis. Dann sprach Gott zu Noach und seinen Söhnen und Töchtern, die bei ihm waren: Ich bin es. Siehe, ich richte meinen Bund auf mit euch und mit euren Nachkommen nach euch und mit allen Lebewesen bei euch, mit den Vögeln, dem Vieh und allen Wildtieren der Erde bei euch. Mit allen, die aus der Arche gekommen sind, mit allen Wildtieren der Erde überhaupt. Ich richte meinen Bund mit euch auf. Nie wieder sollen alle Wesen aus Fleisch vom Wasser der Flut ausgerottet werden. Nie wieder soll eine Flut kommen und die Erde verderben. Und Gott sprach: Das ist das Zeichen des Bundes, den ich stifte zwischen mir und euch und den lebendigen Wesen bei euch für alle kommenden Generationen. Meinen Bogen setze ich in die Wolken. Er soll das Zeichen des Bundes werden zwischen mir und der Erde. Balle ich Wolken über der Erde zusammen und erscheint der Bogen in den Wolken, dann gedenke ich des Bundes, der besteht zwischen mir und euch und allen Lebewesen, allen Wesen aus Fleisch, und das Wasser wird nie wieder zur Flut werden, die alle Wesen aus Fleisch verdirbt. Steht der Bogen in den Wolken, so werde ich auf ihn sehen und des ewigen Bundes gedenken, zwischen Gott und allen lebenden Wesen, allen Wesen aus Fleisch auf der Erde. Und Gott sprach zu Noach: Dies ist das Zeichen des Bundes, den ich zwischen mir und allen Wesen aus Fleisch auf der Erde aufgerichtet habe. Wort des lebendigen Gottes. Lesung aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen, als die Israeliten sahen, dass die Ägypter ihnen nachrückten, erschraken sie sehr und schrien zum Herrn.
Da sprach der Herr zu Mose: Was schreist du zu mir? Sag den Israeliten, sie sollen aufbrechen. Und du heb deinen Stab hoch, streck deine Hand über das Meer und spalte es, damit die Israeliten auf trockenem Boden in das Meer hineinziehen können. Ich aber will das Herz der Ägypter verhärten, damit sie hinter ihnen herziehen. So will ich am Pharao und an seiner ganzen Streitmacht, an seinen Streitwagen und Reitern meine Herrlichkeit erweisen. Die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich am Pharao, an seinen Streitwagen und Reitern meine Herrlichkeit erweise. Der Engel Gottes, der den Zug der Israeliten anführte, brach auf und ging nach hinten, und die Wolkensäule brach auf und stellte sich hinter sie. Sie kam zwischen das Lager der Ägypter und das Lager der Israeliten. Die Wolke war da, und Finsternis und Blitze erhellten die Nacht. So kamen sie die ganze Nacht einander nicht näher. Mose streckte seine Hand über das Meer aus, und der Herr trieb die ganze Nacht das Meer durch einen starken Ostwind fort. Er ließ das Meer austrocknen, und das Wasser spaltete sich. Die Israeliten zogen auf trockenem Boden ins Meer hinein, während rechts und links von ihnen das Wasser wie eine Mauer stand. Die Ägypter setzten ihnen nach. Alle Pferde des Pharaon, seine Streitwagen und Reiter zogen hinter ihnen ins Meer hinein. Um die Zeit der Morgenwache blickte der Herr aus der Feuer- und Wolkensäule auf das Lager der Ägypter und brachte es in Verwirrung. Er hemmte die Räder an ihren Wagen und ließ sie nur schwer vorankommen. Da sagte der Ägypter: Ich muss vor Israel fliehen, denn der Herr kämpft auf ihrer Seite gegen Ägypten. Darauf sprach der Herr zu Mose: Strecke deine Hand über das Meer, damit das Wasser zurückflutet und den Ägypter seinen Wagen und Reiter zudeckt. Mose streckte seine Hand über das Meer, und gegen Morgen flutete das Meer an seinen alten Platz zurück, während die Ägypter auf der Flucht ihm entgegenliefen. So trieb der Herr die Ägypter mitten ins Meer. Das Wasser kehrte zurück und bedeckte Wagen und Reiter, die ganze Streitmacht des Pharao, die den Israeliten ins Meer nachgezogen war. Nicht ein einziger von ihnen blieb übrig. Die Israeliten aber waren auf trockenem Boden mitten durch das Meer gezogen, während rechts und links von ihnen das Wasser wie eine Mauer stand. So rettete der Herr an jenem Tag Israel aus der Hand der Ägypter. Israel sah die Ägypter tot am Strand liegen. Als Israel sah, dass der Herr mit mächtiger Hand an den Ägyptern gehandelt hatte, fürchtete das Volk den Herrn. Sie glaubten an den Herrn und an Mose, seinen Knecht. Damals sang Mose mit den Israeliten dem Herrn dieses Lied. Sie sagten: Ich singe dem Herrn ein Lied, denn er ist hoch und erhaben. Ross und Reiter warf er ins Meer. Wort des lebendigen Gottes. Lesung aus dem Buch Jesaja. Jerusalem, dein Schöpfer ist dein Gemahl. Herr der Heerscharen ist sein Name. Der Heilige Israels ist dein Erlöser. Gott der ganzen Erde wird er genannt. Ja, der Herr hat dich gerufen, als verlassene, bekümmerte Frau. Kann man denn die Frau seiner Jugend verstoßen, spricht dein Gott? Nur für eine kleine Weile habe ich dich verlassen. Doch mit großem Erbarmen werde ich dich sammeln. Ein Augenblick nur verbarg ich vor dir mein Gesicht in aufwallendem Zorn. Aber in ewiger Huld habe ich mich deiner erbarmt, spricht der Erlöser, der Herr.
Wie bei der Flut Noach soll es für mich sein. So wie ich damals schwor, dass die Flut Noachs die Erde nie mehr überschwemmen wird, so schwöre ich jetzt, dir nie mehr zu zürnen und dich nie mehr zu schelten. Mögen auch die Berge weichen und die Hügel wanken, meine Huld wird nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens nicht wanken, spricht der Herr, der Erbarmen hat mit dir. Ärmste, vom Sturm gepeitschte, die ohne Trost ist, siehe, ich selbst lege dir ein Fundament aus Malachit und Grundmauern aus Saphir. Aus Rubinen mache ich deine Zinnen, aus Beryl deine Tore und all deine Mauern aus kostbaren Steinen. Alle deine Kinder sind Schüler des Herrn, und groß ist der Friede deiner Kinder. Du wirst auf Gerechtigkeit gegründet sein. Du bist fern von Bedrängnis, denn du brauchst dich nicht mehr zu fürchten und bist fern von Schrecken. Er kommt nicht an dich heran. Worte des lebendigen Gottes. Gloria in excelsis Deo.
Lasset uns beten. Gott, du hast diese Nacht hell gemacht durch den Glanz der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Erwecke in deiner Kirche den Geist der Kindschaft, die du uns in der Taufe geschenkt hast. Lass uns neu werden an Leib und Seele und dir mit aufrichtigem Herzen dienen. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, unseren Bruder und unseren Herrn. Amen. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. Brüder und Schwestern, wie wir, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, sind auf seinen Tod hin getauft worden. Wir wurden ja mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod, damit auch wir, so wie Christus, durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde. In der Wirklichkeit des neuen Lebens wandeln. Wenn wir nämlich mit der Gestalt seines Todes verbunden wurden, dann werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Wir wissen doch, unser alter Mensch wurde mit gekreuzigt, damit der von der Sünde beherrschte Leib vernichtet werde, sodass wir nicht mehr Sklaven der Sünde sind. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir nun mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen doch, dass Christus von den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn durch sein Sterben ist er ein für allemal gestorben für die Sünde. Sein Leben aber lebt er für Gott. So begreift auch ihr euch als Menschen, die für die Sünde tot sind, aber für Gott leben in Christus Jesus. Worte des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Maria die Mutter des Jakobus und Salome wohlriechende Öle, um damit zum Grab zu gehen und Jesus zu salben. Am ersten Tage der Woche kamen sie in aller Frühe zum Grab, als eben die Sonne aufging. Sie sagten zueinander: Wer könnte uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen?
Doch als sie hinblickten, sahen sie, dass der Stein schon weggewälzt war. Denn er war sehr groß. Sie gingen in das Grab hinein und sahen auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der mit einem weißen Gewand begleitet war. Da erschraken sie sehr. Er aber sagt zu ihnen: Erschreckt nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht mehr hier. Seht da die Stelle, wo man ihn hingelegt hat. Nun aber geht und sagt seinen Jüngern und dem Petrus: Ihr geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wir wollen in der Osternacht auch ganz bewusst dem Bösen widersagen und den Glauben bekennen. Und so frage ich euch: Widersagt ihr dem Bösen, um in der Freiheit der Kinder Gottes leben zu können? Widersagt ihr den Verlockungen des Bösen, damit es nicht Macht über euch gewinnt? Widersagt ihr dem Satan, dem Urheber des Bösen? Glaubt ihr an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde? Glaubt ihr an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der geboren ist von der Jungfrau Maria, der gelitten hat und der begraben wurde, der von den Toten auferstand und zur Rechten des Vaters sitzt? Glaubt ihr an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, die Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben? Der allmächtige Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, hat uns aus dem Wasser und dem Heiligen Geist neues Leben geschenkt und uns alle Sünden vergeben. Er bewahre uns durch seine Gnade in Christus Jesus, unserem Herrn, und führe uns zum ewigen Leben. Maria von Magdala bringt den Aposteln und uns die gute Nachricht von der Auferstehung.
dankbar für die Hoffnung auf wirkliches Leben und in österlicher Freude verbinden wir uns mit der Not der Welt und wir bitten den Auferstandenen um seine Hilfe. Wir sind dankbar und hoffen, dass die Impfung, die Tests und viel Vorsicht einen Ausweg aus der Corona-Pandemie versprechen. Wir beten für alle, die an Covid-19 erkrankt oder in besonderer Gefahr sind. Rabuni, guter Meister, wir bitten dich, erhöre uns. Wir sind dankbar für alle, die sich gegen die Pandemie und für die Kranken einsetzen. Wir beten für die Ärztinnen und Pfleger, für Forscherinnen und Impfstoffproduzenten und für alle, die in Politik und Gesellschaft und im privaten Umfeld klug entscheiden müssen. Rabuni, guter Meister, wir bitten dich, erhöre uns. Wir sind dankbar, dass viele sich und das eigene Leben so stark einschränken. Wir beten für alle, die hoffen und geduldig warten, dass das Leben bald wieder bunter und geselliger weitergehen darf. Rabuni, guter Meister, wir bitten dich, erhöre uns. Wir danken für den Frieden in unserem Land und in Europa. Wir beten für die Menschen in Myanmar und Hongkong, in Russland und Belarus und überall, wo die Macht mit Gewalt das Leben und die Freiheit bedroht. Rabuni, guter Meister, wir bitten dich, erhöre uns. Wir sind dankbar für jede Initiative, die Frieden in die Welt bringen soll. Wir beten für die Völker und die Menschen im Jemen, in Iran und Syrien, für die Familien auf der Flucht im Land oder in der Nachbarschaft und für alle, die vor Ort helfen. Rabuni, guter Meister, wir bitten dich, erhöre uns. Dankbar für den Wohlstand, in dem unser Land lebt, beten wir für die Menschen in Not überall in Afrika, in Krankheit und Hunger, in Dürre und unter Heuschrecken. Rabuni, guter Meister, wir bitten dich, erhöre uns. Wir sind dankbar, unseren Osterglauben miteinander leben und teilen zu dürfen. Wir bitten für alle, die für die Kirche neue Wege erkunden und erproben, für Männer und Frauen, die Aufgaben und Ämter gerecht verteilt sehen wollen und für alle, die die Kirche lieber verlassen, als zu bleiben. Rabuni, guter Meister, wir bitten dich, erhöre uns. Jesus Christus, du gehst uns voraus in das neue Leben bei Gott. Du schaust auf die Not der Welt und der Menschen, mit denen wir verbunden sind, und lässt sie nicht allein. Wir danken dir und wir loben dich heute und morgen bis in alle Ewigkeit. Amen. So wollen wir all unsere Bitten und Anliegen zusammenfassen im Gebet, das Jesus uns geschenkt hat. Es ist das Gebet des Vertrauens, dass wir alle Tage unseres Lebens auf Gott, den Vater, vertrauen dürfen, der ein Gott des Lebens ist. Und so beten wir mit allen Christen auf der weiten Welt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesus Christus, der auferstandene Herr, ist seinen Jüngern erschienen. Und er hat gesagt, meinen Frieden gebe ich euch. Dieser Friede wünschen wir allen. Der Friede sei mit euch.
Der Herr sei mit euch. Herr unser Gott, du hast uns durch Ostern gestärkt. Schenke uns den Geist der Liebe, damit deine Gemeinde ein Herz und eine Seele wird. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. In dieser Nacht, die erhellt ist durch die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus, segne uns der gute Gott. Er bewahre uns vor der Finsternis der Sünde. In Christus haben wir Anteil am ewigen Leben. In ihm führe uns Gott zur unvergänglichen Herrlichkeit. Unser Erlöser hat uns durch die Tage seines Leidens hin zur österlichen Freude geführt. Er geleite euch alle Tage des Lebens bis zu jener Osterfreude, die niemals endet. Das gewähre uns der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Am Ende des Gottesdienstes möchte ich allen danken, die zum Gelingen dieser österlichen Vigilfeier beigetragen haben. Und ich möchte schließen mit einem frohen Gedanken, den wir haben dürfen durch Jesus Christus, durch seine Auferstehung. Jesus sagt zu uns als der auferstandene Herr: Das mit dem Lockdown hat bei mir noch nie geklappt. So wünsche ich allen ein frohes und gesegnetes Osterfest.